Hallo Flirt-Profi, was geht ab? Der Sebi hier aus Indien. In diesem Video möchte ich dir mal verraten, warum du mega, mega sexy bist, wenn du das Positive im anderen siehst. Bevor ich dir das verrate, check aber unbedingt auch meine drei Schritte aus, wie du zu einem Mann wirst, der attraktiv ist, und zwar ohne irgendwas Besonderes tun zu müssen, sondern einfach nur, weil er ein cooler Dude ist, weil er von sich, von seinem Innern heraus Attraktivität ausstrahlt. Und da möchte ich dir meine drei Schritte verraten, wie du da hinkommst. Und check unbedingt kostenlos das Ganze und finde auch mal raus, wo genau du stehst und was dein logischer nächster Schritt ist. Denn jeder Mann muss nur diese Schritte durchlaufen, um zu so einem Mann zu werden. So, jetzt haben wir hier ein bisschen, ich glaube, ich mache mal einen kleinen Turn, weil ansonsten wird es hier ein bisschen laut werden. So, jetzt aber, warum bist du sexy, wenn du das Gute in anderen siehst? Und vorweg mal, du kennst bestimmt auch diese Leute, die zu dir herkommen und immer nur am Meckern sind. Und die lästern über andere Leute, die dann immer sagen, ja, der hat dies gemacht, der hat das gemacht, das ist blöd, dies ist blöd, jenes ist blöd. Und diese Leute wollen dann auch immer deine Zustimmung. Sie wollen, dass du sagst, ja, du hast recht, der andere ist blöd, der ist scheiße, die ist scheiße, dieser Politiker ist blöd, jener ist blöd und alle sind sowieso scheiße, ja? Und im Prinzip suchen diese Leute einfach nur einen Lästerpartner. Und vielleicht merkst du es auch so, dass ganz oft, wenn du Leuten deine Ideen erzählst, wenn du erzählst, was du machst, was du tust, dann kommt manchmal, immer wieder, eigentlich sogar öfter als manchmal, kommt so ein, aha, wirklich, aha, du machst dies und das, aha, aha. Also so, dass man meistens auf Ablehnung der einen oder anderen Weise stößt. Jetzt gar nicht, dass jemand sagt, hey, du bist scheiße, aber dass dir Leute einfach das Gefühl geben, hey, irgendwie findet der das komisch, was ich mache, oder findet das nicht so cool und so weiter und so fort. Und jetzt mal die Frage an dich, wenn das passiert, wenn Leute so auf dich reagieren oder wenn Leute über andere lästern, wie fühlst du dich dann? Ja, hier ist es auch nicht unbedingt besser von der Lautstärke her, aber gleich wird es bestimmt besser. Wie fühlst du dich dann? Und die Antwort ist in den meisten Fällen wahrscheinlich, das kommt komisch. Ja, man denkt sich so, okay, wenn du das nicht cool findest, was ich mache, wie ich denke, warum unterhältst du dich dann überhaupt mit mir? Ja, man hat einfach so eine Grundhaltung, wenn du merkst, die anderen sind dir gegenüber negativ, dann schlägt sich das meistens auch nieder, dass du die anderen irgendwie so ein bisschen, dass du dir denkst, ja, kannst mit mal, ja. Und im Flirt ist es auch etwas, was ich immer wieder in Coachings beobachte, dass ganz viele Männer, wenn sie einfach nicht mehr wissen, was sollen, oder wenn sie grundsätzlich nicht genau wissen, worüber kann ich denn jetzt sprechen mit der Frau, was ist jetzt cool, was kommt cool an, dann finden sie ganz oder suchen ganz oft Dinge, über die sie so ein bisschen meckern können. Und suchen eigentlich nicht das Positive in anderen, sondern suchen eigentlich eher so Dinge, die sie kritisieren können. Ja? Weil wenn man Dinge kritisiert, dann denkt man, dass man überlegen ist dadurch. Ja, und das Mindset, das eigentlich so dahinter steckt, ist so, ich kritisiere dich, weil ich dich runtermache, und das Ganze mache ich deswegen, weil ich mich selbst klein fühle, und wenn ich dich runtermache, dann bin ich über dir, dann bin ich größer als du, dann kann ich mich vielleicht wohler in meiner Haut fühlen, dann kann ich selbstbewusster sein oder kann zumindest selbstbewusster rüberkommen. Ja? Also ganz oft ist das einfach nur eine Show, die Leute dann abziehen, um ja, eben das zu machen, was ich gerade eben dir erörtert habe. Jetzt aber, warum ist es unglaublich sexy, wenn du das Positive in anderen Menschen siehst? Und jetzt meine Frage, hast du schon mal jemanden getroffen, dem du zum Beispiel eine Idee erzählt hast, was du machen willst, was irgendeine Idee von dir, und der das einfach unglaublich cool fand, ja, der dich dafür gefeiert hat? Und jetzt auch mal die Frage an dich, wie hat sich das für dich angefühlt? Und wahrscheinlich ist die Antwort, dass das für dich ein unglaublich geiles Gefühl war, dass jemand dich cool findet, dass jemand deine Ideen gut findet, dass jemand dich schätzt, so wie du bist. Und jetzt ist eigentlich schon geklärt, warum das mega gut ankommt, wenn du in einem Flirt das Positive in anderen siehst, das Gute, wenn du die Ideen, die sie haben,
anerkennst. Einfach nur deswegen, weil du ihnen ein gutes Gefühl gibst. Und wenn du anderen Leuten ein gutes Gefühl gibst, was passiert dann? Richtig, sie öffnen sich. Sie lassen sich auf das Gespräch ein. Sie haben Spaß und Freude. Und Spaß und Freude sind eine der wichtigsten Dinge im Flirt. Und ich denke, das ist sehr logisch und sehr einleuchtend. Also das nächste Mal, wenn du in einem Flirt mit einer tollen Frau bist, dann guck einfach mal, was du Positives an ihr finden kannst. Vor allem an den Dingen, die sie über sich erzählt. Also natürlich auch an ihrem Äußeren, aber wirklich an ihrer Persönlichkeit, an den Dingen, die sie macht, tut. Weil das sind die Dinge, über die sich sehr viele Menschen definieren. Das Aussehen, für das können wir nichts. Gut, wie wir uns anziehen, dadurch können wir ein bisschen unser Aussehen aufpeppen. Aber die Dinge, die uns interessieren, das sind meistens die Dinge, die unsere Persönlichkeit prägen. Und wenn du jemandem dafür ein gutes Gefühl gibst, dafür Komplimente machst, dann kommt das verdammt gut an und bringt deinen Flirt garantiert vorwärts und macht dich garantiert unglaublich sexy. So, ich hoffe, du konntest jetzt was aus diesem Video mitnehmen. Wenn dem so der Fall ist, lass mir mal einen Daumen nach oben da. Schreib auch mal in die Kommentare, wie du darüber denkst. Auch, ob du schon mal in Indien warst, ob du da irgendwann mal hin willst. Und hol dir auch unbedingt meine 3 Schritte, mit denen du rausfindest, beziehungsweise wenn du diese Schritte gehst, dann wirst du garantiert zu einem Mann, der einfach nur attraktiv ist für Frauen. Finde raus, wo du genau stehst, was der nächste Schritt ist und go for it. Hol dir jetzt meinen Guide unten, kostenlos, bam, oder hier oben irgendwo verlinkt. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, mein Name ist Sebi Heindl. Cool, dass du hier warst. Ciao.